So, ich will nicht auf den Pillar, ich will auf unsere Madame Watts. Die verdammt viel aushält, auch seltsamerweise. Und sich dazu noch heilen kann. So. Nicht den Pillar. Watts. Jessica Watts. 1, 2 Schläge. Und vielleicht auch einfach trotzdem nochmal den Mana Bolt hinterher. Sie ist schon auf der Hälfte. Das ist gar nicht mal so wenig. Naja, macht auch nicht viel mehr Schaden, der Mana Bolt. So. Jetzt haben wir das Ding hier nicht geplattet. Und... Ich kann jetzt nochmal einen Schuss dahinter feuern. Oder sogar mehrere. So. Ich habe zwar eine geringe Trefferchance, aber ich habe eine. 15. Sehr gut. Also der Turghost ist echt nicht schlecht und macht direkt den Overwatch da drauf. So, ignores the path. Ignores the path muss ich mal ein Medkit schmeißen. Sie hat aber keins. So, vielleicht kann ich dann... Aber wo war das? Ich kann das da hier... Oh nein, da muss ich echt so nah rangehen. Okay, macht nichts. Die Apokalypse kann... Kann sich mit dem da hier beschäftigen, hoffe ich irgendwie, dass die sich da klopfen. Und des Weiteren macht sie dann einfach ein... Puh. Ich weiß es nicht, sie läuft zurück. So, jetzt haben wir hier den Insect Spirit. Es läuft dahin. Kam jetzt gerade nicht. Nein, jetzt macht er den Overwatch mit. Ah, das ist richtig kacke. Also, das ist. Das würde ich direkt als Bug wirklich klassifizieren. Dass. Das auf. Mit den Aegis Launchern auf die anderen Sachen, die aus Rumspawn geschossen wird und nicht auf den Spirit. Das ist. Das ist ein absolutes No-Go. Aber ein absolutes. So. So, jetzt schießen wir hier auf Jessica. Mit dem Mortar machen wir ja vielleicht auch ein bisschen Damage an den Pillar. So. 18 Damage, will ich mich gar nicht beschweren. So. Ihn ziehe ich für eine erstmal dahin. Dann bekommt er... Haha, kann ich nicht machen. Aber ich kann den Mana Ball dahin machen. Dann kommt beides Damage. So, nice. Und bekommt auch noch Mana Burn Up. So, und der Turghost. Krittet da mal drauf, gefällt mir. Hoppala, jetzt habe ich, Entschuldigung, auf dem Fenster im Hintergrund gegangen. Und das hier beschäftigt sich mit dem Spitter. Bombardier ist das ja, kein Spitter. Ist auch irgendwie ähnlich in meinen Augen. Gut. So, der Geist natürlich, weiterhin. Habe ich leider daneben geklickt gerade. Oh komm, der schießt einfach nochmal. Gut, ignores the path. Das ist nur ein Worker, das ist ein Nahkämpfer, den machen die beiden jetzt. Ignores the path geht hier hin. Heilt sich 20. Halt sich nochmal, Alter. Ich kann so viel Damage auf die gar nicht machen. Gut, das geht daneben. So, ich muss nachladen. Ich meine, ansonsten habe ich dann echt ein Problem nächste Runde. Falls ich das Ding jetzt platt kriegen sollte, nämlich. So, die Wolf Drone. Definitiv ein Reload. Und schießt mal dahinter in die Ecke. Schießt allerdings daneben. Oh, schön gekrittet. Das ist natürlich nicht verkehrt. So. Heilt sich mal selber. Und macht einen Schritt in die Richtung.
Und macht dann Aim auf Ignore the Path. Sie kann das ganz gut gebrauchen, dass sie ausnahmsweise mal was trifft, glaube ich. So, der Tyrghost, ganz im Gegensatz dazu, trifft immer sehr gut. Der hat auch schon, der hat noch nicht nachgeladen, leider. Aber kann hier trotzdem einen machen. Und den Overwatch in die Richtung. So, Ignore the Path. Schießt zweimal. Trifft sogar einmal. Und okay, hier. Die Apokalypse. Ich darf ihn nicht ganz tot machen. Deswegen lasse ich ihn jetzt und ziehe die Apokalypse weg hier. Weil, ja, wenn ich ihn ganz tot mache, wird er zum Spirit und ich lasse ihn dann lieber auf wenig Leben durch die Gegend laufen. In der Hoffnung, dass ich ihn dann relativ gut platt kriege, wenn ich mit... Ah, daneben geschossen, schade. Wenn ich mit den entsprechenden Leuten drankomme. So. Headshot. 74% muss doch mal treffen. Es muss doch mal treffen. Wow, sehr nice. So. So. Einmal nach, also einmal schießen, dann einmal nachladen. Sie sieht nicht mehr gut aus, Gott sei Dank. Jetzt nachladen. Also der Kampf läuft unvergleichlich viel besser. Unvergleichlich viel besser. So. Was ist denn das? Das ist der Soldier. Der Soldier ist relativ hart, soweit ich weiß. Machen wir hier nochmal den Bolt auf Jessica. Der geht daneben. Und dann mache ich aber einfach einen Overwatch in die Richtung. Mit dem Schwert. So. Er hier lädt auf jeden Fall nach, der Ghost einmal. Damit man lädt zweimal nach. Und bewegt sich auch in Richtung von einem Soldier. Und kann sogar einmal noch schießen. Aber daneben. So. Ignore the Path. Stelle ich hier auf. Und ja. Die Apokalypse, die schiebe ich jetzt einfach mal dahin. An Jessica ran. Da guckt sie erstmal blöd. Wow! Gekrittet. Okay, und der Soldier geht auf die Apokalypse. Das ist nice. Den kann ich also erstmal auch, ne, ich will nicht sagen, dass ich ihn ignorieren kann. Aber ich kann... kann mich eben erstmal um andere Sachen kümmern. So, die Drohne ziehe ich hier um die Ecke und schau mal, was Jessica hier macht. Sie heilt sich nämlich schon wieder. You have ruined everything! No! So, sie heilt sich nochmal und sie haut ab. Objective complete. Stop the ceremony. New objective. Eliminate the rest of the insect forms. So. Das kriegen wir hin. Das ist ja das Schöne dran jetzt. Also der Bombardier ist zwar noch da und auch der Soldier, aber die sind beide nicht... Warum läuft denn das so... So eine beschissene Route, wenn ich das fragen darf. Aber die sind jetzt beide machbar. Mehr oder weniger ein bisschen. Dum, 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 dum. So, war, erschien mir beim letzten Mal auf jeden Fall deutlich schwieriger, das Ganze. Das ging jetzt Gott sei Dank vorbei, ey. So. Oh, das ist bitter. Naja, gut, hat sie jetzt zwar Schaden gemacht, aber nicht so massiv wie das jetzt zum Beispiel. So, stelle ich mich hier auf. Dann kann ich eventuell hier sogar noch einmal auf den Soldier schießen. Schieße aber daneben. So, die Drohne. Zack. Ja, wenn die Apokalypse ein bisschen Damage kriegt, macht mir das gar nichts. Wenn die drauf geht, dann kann sie sich wenigstens nicht mehr gegen mich stellen, wenn sie entkommt. So.
Harlequin macht auf jeden Fall mal einen Self-Heal, würde ich sagen. So. Sehr nice. So, der Tiergeist hat 3. Macht mal 30 Schaden. Und, ja, naja, komm. Ich setze den einen Schaden noch hinterher. So, Ignores the Path geht einen Schritt vor auf jeden Fall, weil noch so ein Schuss von da oben und das sieht echt übel aus. Also ich könnte hier noch was beleben sogar. Enemy Turn. Der Bombardier kommt und stellt sich hinter Havelock, gefällt mir nicht. So. Gut, das Viech haben wir tot. Das heißt, die Drohne, meine geliebte Drohne, kann sich hierher bewegen und kann sich mit um den Bombardier kümmern, der dann jetzt definitiv tot umfällt auch. So, was natürlich problematisch ist eventuell sogar. Jetzt muss ich die Leute hier, muss ich hier anders aufteilen jetzt. Also, wir haben hier. Die Drohne ist wurscht. Und den Ghost stelle ich jetzt hier hin. Lass ihn Overwatch in die Richtung machen. Die Drohne, ich bringe sie einfach mal aus der Schussweite. So, und Ignores the Path stelle ich hier in Deckung einfach mal und lasse mal nachladen. Und sie hätte sich jetzt mal ein Dings zugute führen können. Und Haste. Haste kann sie nicht mehr machen. Fuck, ich hätte jetzt Haste auf den Tierghost machen können. Können wir nächste Runde immer noch machen. Na gut. So. Ja, das bisschen Damage ist nicht so schlimm. Gut. Das war gut, das sind 2 Treffer. Das heißt, ich habe tatsächlich eine Chance, jetzt in der Runde beide platt zu kriegen irgendwie. Einmal. Okay, das sieht jetzt wirklich gut aus. Jetzt haben beide Insektengeister haben 2 Treffer drauf. Und das war's für den. Ja, gut, der steht dann. Dann kann der Geist, wenn er Haste drauf hat. So. Jetzt hat er nämlich 4 AP. Kann er sich tatsächlich darum kümmern. Er geht 1 AP ran. Schießt einmal. Und wir haben noch einen Schuss. Das heißt, es ist noch nichts verloren. Doch, es ist alles verloren. Verdammt. Gut, dann müssen wir uns nochmal positionieren für noch eine Kampfrunde, in der wir den Bombardier nochmal komplett in die Grütze hauen quasi. Wie auch immer man das formulieren möchte. So, revived. Jetzt muss ich da einmal nachladen auf jeden Fall. Und kann hier mal einen Aim-Shot machen. So, es sind schon mal 16. 16 Damage. So, ich da 3 Schüsse aus der Drohne. Mit 73% soll ich doch definitiv irgendwas treffen. Wenigstens einmal. Der hält halt auch leider einiges aus, der Kollege. Ja. So. Harlequin mit seinen lächerlichen 2 AP muss halt jetzt. Und seine Reduzierung und allem Möglichen, der ist halt übel beschädigt einfach. So, und das war's schon, das ist ganz gut. So, und jetzt kriegen wir ihn auf jeden Fall platt. Aber auf jeden Fall. So, und auch Ignores the Path geht mal in die Richtung. End turn. So. Jetzt. Der Overwatch kam zwar nicht durch, warum auch immer. Ein Schuss. Ah, gekrittet, sehr schön. Noch ein Schuss. Und das war's. Ja, viel nicer geht's ja nicht mehr. Haben wir jetzt echt die Insect Spirits alle erledigt und können raus? Sehe ich das richtig? Puh. So, Harlequin, die Richtung. Da geht's raus irgendwie. Aber da ist ja Jessica ist ja hier raus. Das habe ich schon richtig gesehen, ne? Das
sie, oder muss ich jetzt doch da lang? Ja, ich glaube, ich muss in die Richtung. Ich bewege mich mal dahin. Ah. Neutral turn. Calm again. Objective complete. Ah, okay. Ich muss gar nicht raus. Das Ganze hat sich von alleine geregelt.